Mahlzeit Rosi, Mahlzeit Till, Mahlzeit merkwürdiger Stalker im Hintergrund, der schon das ganze Let's Play über dort hinten steht. Wir sind gerade auf dem Weg ins Kloster, denn die beiden haben sich leider im Wald verlaufen und dürsten nach Führungen, die ich ihnen natürlich nur allzu gerne zuteil werden lasse. Ja, kein Wunder, wenn man Seekopf den Menschen schlechter als Vater und Ehemann hat. Da kann ich verstehen, dass man es vorzieht, sich im Wald zu verlaufen und ich könnte es auch ohnehin verstehen, warum man es vorzieht, im Wald zu verlaufen, sich, denn wir bestimmt wissen mich selber, Naturbursche, der gerne im Wald unterwegs ist. Gut, das Problem ist natürlich auch, Seekop ist jetzt tot, also selbst wenn die auf den Hof zurück, wobei, jetzt wäre vielleicht gerade der Zeitpunkt, um auf Seekops Hof zurückzukehren, weil es jetzt dort wunderschön ist, das ist natürlich der andere Punkt. Aber ich bringe die beiden mal ins Kloster. Ich denke, dass sich von Seite der Magier aus liebevoll um sie gekümmert wird. Na, Iskarot, hey. Mein Lieblingsmagier. Ich weiß, ich habe eigentlich schon alle Mana-Tränke gekauft, aber Eiswelle hat er ja, aber brauche ich ja nicht mehr. Dämonen hat er. Nee, aber ich glaube, bald werde ich... Möge Innos allzeit über dich wachen. Über dich auch, Bruder. Ich werde sowieso bald eine Dämonenbeschwören-Rolle haben. Dämonenbeschwören und Feuerregen. Oh, und dann geht's aber nochmal. Aber ich glaube, das ganz Krasse, was da noch kommt, kann man erst auf Irdorath herstellen. Glaube ich. Ich weiß aber auch nicht sicher. Vielleicht stimmt das auch gar nicht. Aber vielleicht auch schon. Weil man es dann lernt. Ah, nee, ich glaube, man lernt es nochmal. Ach, was weißt du denn? Alter, das tut richtig weh, so zu reden. So, sehe die Brücke hier. Wunderschöne Brücke führt ins Kloster. Across the Rainbow Bridge to Valhalla. Odin's Waden for me. Hi, Milton. Ne? Ja, wir haben uns nichts mehr zu sagen. Carry me, who die in battle. Kommt. Nun komme ich alleine zurecht. Ich danke dir. Was hätte ich bloß ohne dich gemacht? Ich weiß nicht. Ich hoffe, diese bescheidene Gabe wird dich angemessen belohnen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel es war, aber ja, klar, danke. Na, Till. Warte mal. Was sagst du hier? Nicht zu fragen. Weit weg von zu Hause, was? Papa kann dir hier nicht mehr helfen. Deine große Klappe stopfe ich dir noch irgendwie. Okay. Dann Papa ist leider auch gar nicht mehr existent. Es tut mir sehr leid. Warte mal. Aber es ist so. Aufpassen, was man so rum erzählt. Wie komme ich zu Bengers Hof? Was fällt dir ein, ne? Wenn hier Dingens, Serpentes wüsste, dass ich sogar eine illegale Minenanteilhändlerin ins Kloster gebracht habe, wird die aber nicht erfahren. Ich habe hier nochmal. Ich kann noch mehr berichten über die Besessenen. Sprich, Bruder. Ich habe einen weiteren Eimer nachgefunden. Es sind schon viele gefunden worden. Aber ich denke, das waren noch nicht alle. Einer noch. Nimm dies. Mit dieser Aufwendung des Klosters wirst du dem Bösen besser begegnen können. Oh, hab Dank, Bruder. Was war's denn? So, ein bisschen Kohle. Okay, ich muss mal ein paar Sachen noch mal durchstreichen. Fisk beklauen. Nö, das habe ich ja noch gar nicht. Okay, und die Kohle von den Milizsoldaten zurückholen. Das heißt, das sind die Dinge, die es zu tun gilt. Aber ich glaube... Jetzt, wo ich schon mal im Kloster bin, gehe ich der Spur des Meisters der Drachen weiter nach. Xaras Buch, die Hallen von Irdorath, liegt in den unteren Gewölben des Klosters. Talamon bewacht es. Die Magier haben es nicht geschafft, es zu öffnen. Es ist magisch versiegelt und Xardas sei dafür verantwortlich. Okay, das heißt, ich rede es mal mit Talamon da unten, der ja, wie ich auch, Mitglied des Hohen Rates ist, worauf ihr mich netterweise hingewiesen habt, was ich selbst vollkommen vergessen habe, als ich gesagt habe, ich bin einer von vier Mitgliedern des Hohen Rates. Nein, der Mitglieder des Hohen Rates sind es fünf mit Talamon, auch wenn der nur Schmiere steht, aber es ist halt eine sehr wichtige Bibliothek. Ich komme, um den ominösen Drachenei-Trank abzuholen. Ja, ich habe ihn gerade fertiggestellt. Gold. Hab ihn noch nicht ausprobiert und übernehme keine Verantwortung, hörst du? Gib schon her. Hör. Na gut, hoffentlich fliegt dir nicht die Schädeldecke weg von der Zunge. Die Formulierung ist echt geil. Dankeschön. Hier ist er, der Trank. Aber ich
trink den noch nicht jetzt, weil vielleicht gibt der maximales Mana. Und ich weiß noch nicht, ob ich vielleicht nochmal Lärmpunkt in Mana stecke. Weiß ich noch nicht sicher, aber wobei, ich werde nicht mehr als 10 Lärmpunkte in Mana stecken, sprich nicht mehr als 3 Mana-Punkte, sprich nicht mehr als. Jemand wird dafür büßen müssen. Nicht mehr als 3 Mana-Punkte. Das bedeutet, wenn ich alles mal ausziehe, von mir erfährt keiner 85. Das heißt, es wären 88. Aber ich weiß ja nicht, wie hoch der Boni ausfallen wird. Deswegen lasse ich es mal noch. Carry me every who die in battle. Ist das wirklich wahr? Jetzt habe ich einen Ohrwurm von dem Track. Möglich ist was hier genau? Amulett der Priester, zieh mein ganzes Shit wieder an. Amulett eben aufpassen, was von diesem und jenem. Der Kraft. Ist das wirklich wahr? Was ist das? Da. Ring der Priester, Ring der Priester. Bin immer noch dankbar für den Tipp, dass ich dieses Mal anziehen sollte. Guck mal, hier auch. Fratzen. Fratzen an der Wand. Bäm, Fratzen an der Wand. Wobei, das sind ja noch keine richtigen Fratzen. Richtige Fratzen kommen das noch. Warte ab. Das sind doch alles nur Gerüchte. So, Talamon. Wir treten uns gegenüber als ebenbürtig. Ganz ehrlich, das hier ist genau das Kapitelbild von Kapitel 5. Hier. Es ist dir nicht gestattet, weiterzugehen. Kehr um! Was? Hyroka sagt, dass ich das Buch von Xardas untersuchen darf. So, sagt er das. Daran wird sich nie etwas ändern. Ordnung, du darfst eintreten. Abgesehen davon... Das Buch, das du suchst, liegt dort drüben auf dem Alchemietisch. Abgesehen davon haben wir denselben Rang, Alter. Wenn die Bibliothek nicht für Mitglieder des Hohen Rates ist, für wen dann sonst? Für niemanden? So steht es. Wozu existiert sie überhaupt, wenn nicht mehr Mitglieder des Hohen Rates hier lesen dürfen? Dafür ziehe ich dir erstmal richtig fett Kohle ab. Abgesahnt. Talamon. Ne? Saturas. Das ist Saturas als Feuermagier verkleidet. Gut, hier ist ja also die Bibliothek. Das hier sind Fratzen. Ne? Belia-Kultisten wohnen hier drum. Haben sie die wachen lassen. Jetzt ist die Wahrheit ans Licht gekommen, endlich. Jagd und Beute, ich kann es nicht mehr lesen. Ist das das uralte, geheime Wissen der Feuermagier, das niemand erfahren darf? Jagd und Beute oder permanente Tränke und ihre Wirkung? Lass mich raten. Tränke, permanente Veränderungen und ihre Zutaten. Ne? Nicht zu fassen. So, hier ist ein Alchemy-Table, aber da... Nee, Mann. Wobei, kann ich eine brauen? Dip doom, wisst ihr? Shadow on the wall. Shadow on the wall. Dip doom, shadow on the wall. Don't you know there's a tall big fat shadow on the wall? Hey, shadow on the wall. So, da liegt auch eine Menge Schweifel rum. Schwefel. Und da ist es, das Buch. Die Hallen von Irderat. Einer der Belia-Tempel, von denen ja Pyrokans erzählt hat neulich. Aber mal gucken, was da so drin steht. Der Heimat des Buches lässt sich leider nicht öffnen. Ja, dumm gelaufen, ey. Xardas soll es verschlossen haben, hat Pyroka ja gesagt. Okay, dann wird wahrscheinlich auch Xardas wissen, wie man es wieder aufbekommt. Also ab zu Xardas. Boah, Alter, der Sound. Was war das für ein Sound? Das ist so typisch Gothic. Manchmal kommen so Geräusche und du weißt, irgendein Mechanismus wurde betätigt, aber du denkst dir so, welcher? Das gibt's in vielen Stellen in Gothic, nicht nur hier. Wisst ihr, was ich meine? Letzter Kreis? Nee, jetzt noch nicht. Ein Lärmpunkt reicht sowieso nicht aus. Also ab zu Xardas, meinem alten Freund. Dann kann ich auch noch gleich die ganzen Viecher abschlachten, die da im Wald um seinen Turm rumleben. Carry V. Who die in battle? Da, Teleport Success. Habe ich vielleicht nur irgendeinen sinnlosen Teleportstern an gerade? Wird sich das jemals ändern? Ich brauche eigentlich alles. Alles, was ich. Hier, Belias Zorn verwende ich kaum. So, das heißt, die Nummer 6 wird gezückt. Möge die Teleportation beginnen. Und, okay, niemand da. Ich habe Dämonen im Turm, das ist schon mal kein gutes Zeichen, aber mein Mentor Xardas kann ja trotzdem drin sein, wer weiß.
Auf jeden Fall steht mein alter Freund Lester hier rum. Lester, was führt dich denn hierher? Was ist eigentlich mit Lester? Wollt er nicht Verstärkung holen? Vielleicht will er auch erstmal finanzielle Verstärkung holen. Wo ist Xardas? Er ist fort und hat in seinem Turm diese Dämonenwesen zurückgelassen. Ich glaube, er will nicht, dass jemand während seiner Abwesenheit in seinem Turm herumschnüffelt. Wo ist er hin? Das hat er nicht gesagt. Er bat mich nur darum, dir diesen Brief von ihm zu geben. Ja. Ich habe ihn gelesen. Tut mir leid. Ich war neugierig. Ja, sehr. Und, keine Ahnung. Ich habe kein Wort verstanden, Mann. Aber eine steht für mich fest. So bald werden wir ihn nicht wiedersehen. Ich glaube, es ist ihm hier einfach zu brenzlig geworden. Und da hat er sich einfach aus dem Staub gemacht. Ja, ich denke, dass es schon ein bisschen komplizierter ist als das, aber trotzdem danke. Du siehst nicht gerade fit aus. Ich fühle mich auch nicht besonders, Mann. Ich bin irgendwie völlig im Eimer. Hey, Mann! Und habe ständig Kopfschmerzen. Ja. Jedes Mal, wenn einer dieser schwarzen Kapuzenmänner irgendwo auftaucht, wird es schlimmer. Ich kann dir auch genau sagen, warum. Ja? Ja? Ich glaube, ich will's gar nicht wissen. Diese schwarzen Kapuzenmänner, oder die Suchenden, wie wir Magier sie nennen, waren früher einmal Anhänger eines mächtigen Erzdämonen. Klingelt's? Nein. Es sei denn, du willst mir damit erzählen, dass... Ja, genau. Die Suchenden sind ehemalige Anhänger des Schläfers. Deine Kollegen. Die abtrünnigen Sektenspinner aus dem Sumpflager. Es sind deine Leute, Lester. Ja. Die ehemalige Bruderschaft des Schläfers. Sie sind jetzt nur noch seelenlose Diener des Bösen. Ich habe es geahnt. Aber ich wollte es nicht wahrhaben. Meinst du, er ist zurückgekehrt? Ist der Schläfer wieder da? Gute Frage. Sicher ist nur, dass ich die Suchenden aufhalten muss, bevor sie zu mächtig werden. Es gefällt mir nicht. Aber ich vermute, du hast recht. Tut mir leid, aber dieser ganze Mist steigt mir zu Kopf. Ich denke, ich werde mich jetzt erstmal ausruhen. Ja, Rudi, aber wo? Willst du hier schön in Xardas Turm neben den Dämonen pennen, oder was? Ja, Alter, man muss schon sagen, auch wenn er nicht so wirkt, lässt das mental extrem stark, wie auch Anga. Er und Anga sind die einzelnen, er, Anga und der Typ mit F in Jaken, da sind die einzigen, die den mentalen Angriffen der Sunnen standhalten. Ich finde es so geil, dass man nur als Magier die Wahrheit herausfindet und dann auch darüber reden kann. Und mit den anderen Gilden erfährst du gar nie, wer die Suchenden in Wahrheit sind. Geiler Shit, Alter. So, Eiswelle raus, denn wer weiß, wie viele Dämonen hier sind. Da höre ich sie schon. Hi. So, sehr gut. Ha, alle eingefroren, so lobe ich mir das. Ja, okay, das war ein bisschen scheiße. Ich habe mich nicht vorbereitet. Ich habe einfach nur eingefroren und nicht drüber nachgedacht, wie meine Strategie weitergeht. Nicht schlimm. Ich friere... Bekloppt, ey. Ich friere sie einfach gleich nochmal ein. Und dann mache ich mein Unwetter. Carry me, who die in battle. Hi. Ich bin wieder zurück. Ist er wieder da? Der Schläfer? So, habt ihr den Schiss in Lesters Stimme gehört? Der hat gar keinen Bock, nochmal in die Scheiße mit reingezogen zu werden. So, langsam tickt die Uhr. Ich weiß, ich sollte mal zack. 5 Unwetter. Und ab geht's. Boah, die sind stark. Und einige stärker als Orks zum Beispiel, Alter. Tja, hier ist nichts mit dem Türstück. Ist ja nicht zu fassen. Hier ist nichts mit dem Türstück festhalten. Die sind mächtig. Die fliegen einfach durch. Beziehungsweise die Türen sind einfach hoch. Ja, das ist Fakt. So mächtig sind die jetzt auch nicht. Aber die Türen sind einfach hoch und deswegen. Okay. Das heißt, ich muss quasi Unwetter und danach direkt wieder. Unwetter und dann ganz schnell Mana. Okay. Danach ganz schnell reines Mana. Ja, das ist die einzige Wahl. 7 ist Eiswelle. 5 ist Unwetter. 7 Eiswelle. Okay, nochmal. 7 Eiswelle. Hahaha, ha, ha, ha. Spürt mein Zorn. Bla bla bla. Dann ganz schnell hoch. Reines Mana. 7 Eiswelle. 5 Unwetter. Ah, das hält noch länger an. Sieh einer an. Das war einfach nur, weil ich so zu trödlerisch war. So, jetzt jag mal noch meine Eiswelle.
hinterher. Wow. Oh, Backe. So. Zack. Und dann nochmal 5 für Unwetter. Und danach mache ich mich erstmal. So, Hälfte ist denen fast schon weg. Das ist schon mal ganz nett. Dann mache ich mich erstmal aus dem Staub, weil ich erstmal alles wieder auffüllen will. Leichte Wunden heilen. Das ist. Achtung, Lester, mein Zauber. Na, warte, du Mistkerl. Scheiße, das habe ich befürchtet. War nur ein Witz. Sind wir nicht alte Kumpels oder was? Ach, Lester, ey. Ehrlich? Das hätte ich nicht gedacht, dass du das so ernst nimmst, wenn ich einen kleinen Spaß mache. Verstehst keinen Spaß oder was? Ja, renn so schnell, wie du kannst. Das ist noch längst nicht so schnell, wie ich kann. Ich habe Geschwindigkeitstränke. Kannst du mal sehen, wie schnell ich rennen kann, blöder Arsch. Und wir waren mal Kumpels, ich glaub's ja nicht. Okay. Ah, übrigens, ich habe Xavers Brief noch gar nicht gelesen, fällt mir gerade ein. Den werde ich gleich noch lesen. Aber wenn ich jetzt schon mal am Turm bin, mache ich den gleich sauber und dann lese ich ihn. Und jetzt kann ich doch... Diese letzten 5 Mana hätte ich nutzen können für einen Vergessenszauber. Naja, manchmal bin ich ja ein bisschen vergesslich, ja? Da wirke ich den auf mich selbst und so weiter. Ihr versteht schon. Angst. Soll ich mal Angst auf ihn wirken, dass er wegrennt? Carry me, who die in battle. Na, ich weiß auch nicht, ob das hier das Schlaf. Nee, komm, scheiß drauf. Nee, der ist jetzt wütend auf mich. Wieso? Ich brauche einen Vergesszauber. Ich habe keinen. Und das regt mich gerade auf. Man sollte immer ein paar Vergessenszauber dabei haben. Ganz ehrlich, ich kann auch einfach einfrieren. Und wenn ich das nächste Mal langkomme, habe ich dann wieder Vergessenszauber, dann ist die Welt wieder in Ordnung. Hauptsache ist nur, dass er sich nicht in den Kampf gegen die Dämonen einmischt. Da hätte ich nämlich gar keinen Bock drauf. Hi. Da bin ich wieder. Glatzenperr. Vielleicht hat er sich auch wieder beruhigt. Ich schau mal. Bist du noch wütend? Lester. Naja, dem Blick nach zu urteilen schon. Er sieht ziemlich angepisst aus, aber er ist nicht mehr. Das ist auch so geil. Die 4 Freunde haben eben auch schärfere Gesichtstexturen bekommen. Ganz ehrlich, es sieht so gut aus. Man kann, Achtung, das habe ich schon in Gothic 1 gezeigt, das ist dieselbe Textur wie in meinem Gothic 1 Display, aber trotzdem nochmal. Man kann jedes Haar in der Augenbraue und den Bart und so weiter erkennen. Seht ihr das? Stellt mal höchste Qualität auf YouTube ein, macht Vollbild. Alles, kann man alles erkennen. Echt scharfe Texturen, Lester. Respekt. Ich habe Respekt vor deinen Texturen, okay? Sei mal froh, dass du deine Texturen hast. Ich habe ja auch Respekt vor dir. Hat Glück gehabt, dass du hier nicht nochmal den Kampf weiterführen wolltest. Ne? Glück gehabt, aber ich hätte ja auch gern die Fresse poliert. So wie diesen Dämonen jetzt. Und nochmal. Nicht schlimm. Überhaupt nicht schlimm. Ich habe vorgesorgt. Zack. Und jetzt ein letztes Mal noch schöne Portion drüber. Ja, ganz genau so. Das wollte ich hören. Danke, das wollte ich hören. Oh ja. Vielleicht, ich war maßlos übermütig in meiner... Ich war sowas von abnormal übermütig. Ich habe mich viel zu cool gefühlt. Der große Fehler des Tages, ich habe mich nicht geheilt, bevor ich... Ja doch, ich bin noch geheilt. Was laber ich? Ich habe mich geheilt, aber... Aber ich habe... ich habe Schaden genommen, weil die mich eingegriffen haben. So einfach ist das, ne? Okay, aber ein bisschen Zeit habe ich ja. Die sind ja eingefroren. Das ist ja der Sinn dieser Einfrierung, dass ich ein bisschen Zeit habe, ne? Das heißt, ich kann es mir erlauben. Mana-Elixier. Eiswelle, nee, 5. Unwetter. Und jetzt spürt mein Zorn. Ja, genau. So sieht mein Zorn aus, Alter. Und jetzt bitte mal einmal... Fuck, das wollte ich nicht. Ich vergesse immer, auf welchem Knopf ich was habe. Blitzschlag scheinbar auf der 9. Das wusste ich aber nicht mehr. Ja. Ihr wisst wahrscheinlich besser als ich. Ach Mann, es kommt davon, wenn ich immer alles vertausche. Aber es war aus Versehen. Ich wollte es ja nicht vertauschen. So, nochmal. Mal schauen, wie viele Versuche ich noch brauche. Sagen wir mal 20 Stück ungefähr. Schätze ich mal. Mal schauen, ob ich diese Wette gewinne oder verliere. Diese Schätzungswette. Unwetter.
Ja, richtig. Und jetzt die 9. Genau, 9 ist Blitzschlag. Oh, Backe. Scheiße, Alter. Lester, weh, du mischst. Fuck you. Ich friere dich mit an. Wenn du dich in diesen Kampf einmischst, friere ich dich mit an. Das nochmal. Alter, der hatte mir mal ein Haar meine Erfahrung geklaut, wie genau wie Gorn, das Arschloch. Den mag ich jetzt wieder, aber zeitlang, so 5 Minuten lang, habe ich auf Gorn echt gegen Gorn Aggressionen gehegt. So, nochmal. Zack. Ja, jetzt nochmal heilen. Sehe ich überhaupt nicht ein. Und jetzt renne ich dann gleich nochmal weg, nachdem ich Unwetter gewirkt habe. Und das ist genau jetzt. Und in der Hoffnung, dass die noch ein Sekündchen eingefroren bleiben. Ja. Muss ich nur gucken, dass Lester bis außer Reichweite des Zaubers. Ja. Gut. Gut, sehr, sehr gut. So, jetzt brauche ich es ja eigentlich, der Theorie nach, brauche ich es jetzt nicht mehr einzufrieren. Jetzt muss ich einfach nur reinlatschen mit Unwetter und gut. Aber man weiß ja nie mit dem Schaden. Unwetter ist ja ein sehr tückischer Zauber. Man macht da so viel Schaden, mal so viel. Da kann man sich nie hundertprozentig darauf verlassen. Wäre geil, wenn der in den höheren Stockwerken auch gleich Schaden verursachen würde. So, jetzt aber. Du willst mich also wirklich aufs Äußerste verarschen. Sehe ich das gerade richtig? Du willst mich so hart verarschen, dass du jetzt quasi durch diesen Unwetter nochmal... Da muss ich nochmal Eiswelle wirken. Boah, ist das ein Krampf, bis man hier mal was gebacken kriegt. Das wird höchste Zeit für die Feuerregenrune. Ja, Mann. Und die Feuerregenrune wird mir schon bald zuteil. Wartet ab. Ich habe das alles... Alles schon in Planung. Zieh euch mal seine grünen dämonischen Augen rein. Ein wahres Untier. So, und der andere, sein Bruder, geht auch gleich zu Boden. Und hier hängt auch schon ein steinernes Abbild dieser beiden. Das ist die Versteinerung des Dämonwächters damals. Aus Gothic 1. Ist mir viel zu blöd. Ich habe keinen Bock, dass wir alle noch länger leiden. Ich mache die anderen platt, wenn ich die Feuerregenrune habe. So einfach ist das. Dann komme ich nochmal zurück und mache auch die Wälder hier platt. Jetzt lese ich mir erstmal Xardas Brief durch. Wo ist er denn? Steckbrief. Nicht, dass hier noch jemand meint, ich will die Folgen mit Absicht länger strecken. Ich bin mir sicher, nach der vorherigen Folge, wo ich fast eine Folge lang das suchende Experiment mache, hat das irgendjemand wieder geschrieben. Ich habe die Kommentare nicht gesehen, weil ich das am Stück aufnehme, aber ich kann es mir gut vorstellen. Es war natürlich auch so, aber so bin ich halt, so spiele ich. Probiere solche außergewöhnlichen Sachen, probiere ich, bis ich es rausgefunden habe. Das ist einfach so. Das ist Teil meines Erlebnisses, dieses Spiels, was mir euch teilt. Ich hatte vermutet, einer der Drachen im Minental sei die Quelle der bösen Macht. Ich habe mich geirrt. Wenn alles so gekommen ist, wie ich es vermute, wirst du jetzt nach den Hallen von Nördorath suchen. Das Buch, das du Pyroka gegeben hast, enthält alle Hinweise, die du brauchst. Mir hätte klar sein sollen, warum die Suchenden es in ihren Besitz bringen wollten. Du musst es dir wieder beschaffen. Die Worte Xarak Bendardo werden es öffnen. Verrate sie niemandem. Ich werde mich nun wichtigeren Dingen widmen. Ich kann dir bei deiner letzten Aufgabe nicht beistehen. Nur du kannst es schaffen, die Quelle des Bösen zu bezwingen. Wir werden uns wiedersehen, Xardas. Also, Lester hat gerade noch gesagt, so bald werden wir ihn wohl nicht wiedersehen. Und dann steht hier drin, wir werden uns wiedersehen. Also was jetzt? Da glaube ich doch wohl eher dem Verfasser Xardas direkt. Ne? Okay, Xarak, irgendwas. Mal gucken, ob es funktioniert. Xarak Bendar. Im Einband des Buches. Das Buch öffnet sich. Es ist ein Brief und ein Schlüssel in dem Buch versteckt. Sehr gut. Aber jetzt will ich erst mal lesen, was im Buch drinsteht.
Und so habe ich den Zugang zur Bibliothek hinter einer Geheimtür versteckt, um meine Aufzeichnungen über die Tempel Belias zu schützen. Hätten meine Glaubensbrüder von der Existenz dieser Aufzeichnungen gewusst, hätten diese verblendeten Narren sicherlich alles vernichtet. Jetzt wissen sie nicht mehr, dass es diese Tempel einmal gegeben hat. Zur Sicherheit habe ich einige Diener zum Schutz der Bibliothek beschworen. Der Schlüssel öffnet die letzte Tür. Okay, sehr gut. Der Schlüssel öffnet die letzte Tür, ja. Aber nochmal, den Rest in Zettel soll ich mir jetzt durchlesen? Ne, dann lesen wir uns unten in der Bibliothek durch, wo es eine Geheimtür geben soll und so weiter, haben wir gerade gelesen. Also erstmal ab ins Kloster der Magier. Pyroka wird richtig dumm gaffen, wenn er sieht. Wenn ich ihm das aufgeklappte Buch unter den Rüssel halt. Er darf nur niemals Carters Brief in die Finger bekommen. Ab darauf. Ja, ab da rein. Darauf habe ich gerade gesagt, weil ich dieses schöne Bunklersfenster da oben gesehen habe. Und dafür habe ich raufgeschaut und deswegen habe ich gerade an rauf denken müssen. Da kann man es mal von der anderen Seite bestaunen. Echt sehr schön. Und auch hier. Was sind das für Darstellungen? Sind das heiligen Darstellungen aus dem Christentum? Ja, könnte schon sein. Das hätte ich dir vorher sagen. Aber ich weiß es nicht sicher, vielleicht auch nicht. Oder sind das originale Gothic 2 Texturen? Das da oben glaube ich nicht, aber die anderen glaube ich schon. Die anderen sind wahrscheinlich echt Darstellungen aus Gothic. Ich habe was anderes. Hier, das in der Mitte, ist wahrscheinlich ein Paladin mit Schwert. Meine Meinung kennst du ja schon. Und der Rest, da oben könnte König Roba sein. Du hast das nicht gewusst. Da unten, das, weiß ich auch nicht, irgendein Wassermagier oder so. Er ist dann drin, muss gar nicht so blöd gaffen. Okay, Pyroka. Bisschen eifersüchtig, Mann. Ich habe das Buch von Xardas öffnen können. Was? Wie hast du das geschafft? Ich bin daran schier verzweifelt. Nicht. Warum erfahre ich das jetzt? Ahaha, jetzt mal richtig hart provozieren. Ich hatte Glück, schätze ich. Erzähl keinen Unsinn. Glück, wenn nicht mal ich es schaffe, das Buch zu öffnen. Oh, du bist ja so gut. Und dann gut, jemand wie du daherkommt. Was? Darüber werde ich eingehend nachdenken. Ja, denk mal nach, du arroganter Schnösel. Wenn du offensichtlich der Einzige warst, der das Buch zu öffnen vermochte, dann sei dir gewährt, das Buch zu halten. Zumindest so lange, bis wir diese Krise überstanden haben. Oh, vielen Dank. In dem Buch ist von einer geheimen Bibliothek die Rede. Wovon redest du da? Von einer Bibliothek unterhalb dieser Mauern hier. Klingelt's? Nein. Wo soll diese Bibliothek sein, sagst du? So. Du hast also keine Ahnung, hm? Ach ja, Pyroka. Guck mal, der denkt immer, er wäre der Allergeiste, aber ich fände es viel geiler, wenn Uta der oberste Magier des Klosters wäre. Fände ich echt geil, so. Meine Brüder, Innos, sei mit euch. Es in den heiligen Schriften. Wisst ihr, wie ich meine? Dann würde im Kloster ja ein bisschen was anders laufen. Meister, die Lieferungen sind eingetroffen. Schnell dahin, ich kümmere mich später drum. So würde das nämlich ablaufen, wenn Uta hier das sagen hätte. Pyroka wäre einfach nur irgendein normaler Knecht. Aber die Dinge sind nun mal so, wie sie sind. Und damit finden wir uns ab. Und immerhin hat Uta ja auch eine relativ hohe Rolle im Hohen Rat zuteil. Und das ist ja schon mal besser als nichts. Soll froh sein, dass er überhaupt eine hohe Rolle hat. Ende und nicht rumheulen. So. Hier irgendwo ist ein geheimer Eingang. Wo in der Welt könnte der nur dahinter sein? Hier? Okay, das ist wirklich eine sehr verdächtige Nische, das gebe ich zu. Aber ganz ehrlich, die Nische ist tausendmal verdächtiger. Ich lese mir mal kurz durch, was Xardas noch so auf diesen Zettel geschrieben hat. Wo ist er denn? Konstantino irgendwas? Händlerin Sarah, Notiz, Fischer William, man sammelt echt eine Menge Papierkram im Laufe des Spiels. Passierschein, ach geil. Gibt's auch alles nach der Götterbrief. Die Lampe bringt Licht in die unteren Gefilde. Aha, da wollen wir die Lampe mal betätigen. Oh, sieh einer an. Und schwupps, das durchlässige Regal. Auch geil, wie dieser Baum hier einfach mitten reinragt. So
So sehen Bäume von innen aus. Hohl? Na, nicht alle, aber die sind, sind wertvolle Lebensräume. Okay. Das hier sind die unteren Gefilde. Dort soll eine geheime Bibliothek sein. Habe ich Bock drauf. Lasst uns mal sehen, was da unten abgeht. Das hier ist es echt top secret, denn nicht mal Pyrocar kennt diese Gemäuer, in die ich jetzt hinabsteige. Also passt auf, was ich euch jetzt zeige, ist absolut exklusiv. Und natürlich sind hier unten eine Menge Untote. Gehen wir direkt ein Level up beschwören, machen wir fix. Ich weiß noch, wie ich beim ersten Mal so Schiss hatte als Paladin hier, als ich es für mich privat zum ersten Mal gespielt habe, weil ich Schiss hatte, hinter jeder Ecke ein Skelett dann zu treffen. Tja, und das hier ist so hart exklusiv, das kann ich unmöglich. Hey, wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt. Ich habe nochmal mit meinem Chef geredet, ich habe die Fristen nochmal erhöht, ich habe alles versucht, wirklich. Ja. Ich habe mit sämtlichen Führungsebenen nochmal gesprochen, aber tut mir leid, ich muss das leider auf 2 Folgen aufteilen. Ich darf hier... Nee, der Chef hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Tut mir leid, ich darf hier leider den Inhalt dieser Katakomben nicht in einer Folge zeigen. Ich muss hier 2 Folgen draus machen. Liebe Freunde, deswegen, ich rechne mit eurer Unterstützung. Gebt diesem Video einen Daumen hoch. Schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein. Und ich danke euch ganz herzlich, dass ihr existiert und wünsche euch alles Gute. Bis dann. Ciao.